Hallo, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Marys Personal Training. Und zwar heute zum Thema... ich lege jetzt die Schuhe nicht an. zum Thema authentisch sein. Ich habe eigentlich ein Gewinnspiel gemacht, wo ich so ein bisschen gefragt habe, wieso folgt ihr mir auf Instagram? Und dort ist eigentlich herausgekommen, dass mir, glaube ich, jeder und jede folgt, weil ich so authentisch bin. Und ich habe so eine Story gemacht und gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, mir fällt das gar nicht so auf. Und es hat mir jetzt jemand geschrieben, also ich habe es eigentlich gerade jetzt vorher gesehen, und hat gesagt, mach doch mal ein YouTube-Video darüber, ich würde es mega gerne schauen. Und darum habe ich gedacht, ja, du, warum nicht, machen wir. Und da hocke ich jetzt, gell? Wieder mal ohne einen Plan, aber ich habe gedacht, mir gefallen die Videos einfach am besten, so frei von der Leber. Und sagen wir das überhaupt? Oder sagen wir es frei von der Seele? Ja, spielt ja nicht so eine Rolle, ich weiß, was ich meine. Also, ich finde es halt noch schwierig, um das zu beschreiben, weil ich bin ja einfach so, wie ich bin. Und sein eigenes Wesen zu erklären oder zu beschreiben, finde ich mega schwierig. Und darum, ich glaube, das, was mir jetzt einfach so ein bisschen als erstes in den Sinn gekommen ist, wenn es um Authentizität geht, ist, ich bin einfach sehr im Reinen mit mir selber. Also das heisst, ich glaube, der Grund, wieso dass ich so authentisch wirke, ist, weil ich auch mir selber nichts vorspielen muss. Das heisst, ich habe mich in der Vergangenheit eigentlich so nah kennengelernt und mich so viel mit mir selber auseinandergesetzt, dass ich genau weiss, wer ich bin und irgendwie auch nicht wirklich den Anspruch habe, irgendjemandem zu gefallen. Also, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber, das muss man schon auch sehen. Und weil ich wie weiss, dass ich die erfülle, habe ich aber eine gewisse Zufriedenheit. Also ich glaube, ich habe nicht eine Form von Perfektionismus, weil das kann sehr schnell überschwappen. Das war früher sicher ein Thema gewesen. Aber ich habe sicher sehr hohe Ansprüche an mich selber. Und es gibt aber Bereiche, wo man das so ein bisschen merkt und Bereiche, wo man das überhaupt nicht merkt. Zum Beispiel, wenn es jetzt um mein Körperliches geht, ich glaube, das ist halt einfach ein Thema, das viele so ein bisschen interessiert auf meinem Kanal. Das ist etwas, ich fühle mich halt wohl in meinem Körper und habe das Glück, dass ich halt einfach gerne Sport mache und halt auch gerne Süßes esse und sich das so ein bisschen ausgleicht. Und darum gibt es wie so ein bisschen nichts, wo ich mich muss fertig machen damit. Also ich glaube schon, dass es früher ein riesen Thema war. Aber ich glaube, das hat auch einfach so ein bisschen mit meinem Mentalen zu tun gehabt. Es hat, glaube ich, nie etwas mit meinem Körper zu tun gehabt. Ich habe immer einen guten Körper gehabt. Also einfach immer athletisch. Ich habe schon als Kind halt viel Sport gemacht. Mein Vater ist mega sportlich und durch das hat er mich so ein bisschen an das angeführt. Und darum hatte ich nie ein Problem mit meinem Körper, bis der Schicksalsschlag passiert ist, ich in die Magersucht gerutscht bin und dann halt einfach mein Körperliches sich völlig verändert hat. Aber ich glaube, das ist mehr aufgrund von meinem Kopf passiert, als dass ich ein Problem hatte mit meinem Körper. Dann, aber zum nochmal zurückkommen zum Thema. Ich glaube, eben durch das, dass ich wie mich so fest mit dem allem auseinandergesetzt habe und halt, wie soll ich sagen, ich habe mich mega kennengelernt und ich habe mich auch nicht gescheucht vor dem. Ich bin mega viel mal über meinen eigenen Schatten gesprungen. Darum bezeichnet mich, glaube ich, auch viel als mutig. Aber für mich gibt es halt wie nicht, wie soll ich sagen, es gibt ein Buch, das heisst «Sorge dich nicht, lebe». Und das hat mir damals mega geholfen. Weil ich wie gemerkt habe, die Sorgen sind eigentlich so klein, wo wir uns tagtäglich machen. Und das lohnt sich wie nicht. Also das heisst zum Beispiel, was für mich so mega der Auslöser war, ist einmal, dass ich die Magersucht selber überwunden habe. Und sicher auch, dass ich vom einen auf den anderen Tag aufgehört habe rauchen. Sicher auch, dass ich mich an die Selbstständigkeit angewagt habe. Und auch dort, ich muss bei dir schon sagen, ich bin an mich selber ein bisschen erstaunt, dass ich einfach das mache. Aber ich habe wirklich keine Angst davor, weil ich denke immer, ja, was kann denn passieren? Ich meine, das Einzige, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und ich habe es ja dann wenigstens probiert.
Und darum, ja, ich glaube, das macht mich vielleicht schon auch so ein bisschen authentisch, weil ich einfach keine Angst habe davor. Ich habe keine Angst vor Konsequenzen. Was man aber schon auch muss sagen, ist, viele Leute sagen mir ja immer so ein bisschen, ja, und dass dir so egal ist, was andere von dir denken, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass das so ist. Eben, wie vorher schon erwähnt, ich bin mega selbstkritisch und ich bin auch jemand, wo sehr viel Wert darauf legt, was andere von mir denken. Nur schon, weil ich ein eigenes Geschäft habe. Ich meine, das ist essentiell für mich. Aber vielleicht äußert sich das wie anders. Also ich bin jemand, der sehr sensibel ist. Ich nehme sehr viel um mich herum wahr. Ich gebe das nicht immer gleich Preis, aber ich merke alles. Und etwa die ignoriere ich das und etwa die, ja, merkt man das. Und ich glaube einfach, dass ich mein Wesen, und das ist jetzt, ich lasse euch jetzt tief blicken, aber wir sind ehrlich, wir sind authentisch, ich glaube einfach, dass ich das, was ich mache, so perfektioniert habe, dass ich weiss, dass das genug gut ist. Also, ich weiss zum Beispiel, ich bin immer ehrlich, ich spiele nichts vor, ich verarsche niemanden. Und das sind alles Sachen, ich glaube, ich bin so ein grundehrlicher Mensch. Wenn ich nicht so würde leben oder so wäre, könnte ich in der Nacht nie ruhig schlafen. Und von dem her weiss ich ja wie, weil ich das alles so auf ein Level gebracht habe, wo ich zufrieden damit bin oder wo das für mich stimmt, weiss ich auch, wenn irgendetwas passiert, dann liegt es nicht an mir. Also, versteht ihr mich? Das heisst, ich habe das Gefühl, ich habe mein Wesen so perfektioniert, dass eigentlich gar niemand kann gegen mich schiessen. Und ich habe das vor etwa vor etwa 3 Monaten ist mir das aufgefallen. Und ich bin dem noch nicht so nachgegangen. Aber ich weiss nicht unbedingt, eben, das ist das, was mich immer so ein bisschen überlegen lässt. Ist es mir wirklich so egal, was andere von mir denken? Oder habe ich mich einfach so perfektioniert, dass ich muss allen gefallen muss? Wisst ihr, was ich meine? Und das ist so ein bisschen etwas, ja, ich glaube, je älter das man wird, desto mehr geht man diesen Sachen an. Und auch je älter das man wird, desto mehr egal werden einem Sachen. Also ganz ehrlich gesagt, eben, es gibt zum Beispiel Sachen, sagen wir, wenn jetzt Leute mich nicht kennen und mir etwas vorwerfen, oder ich weiß doch auch nicht, es gibt doch manchmal so Situationen, zum Beispiel, ich habe das mega viel im Verkehr, es gibt wirklich nicht viele Sachen, die ich falsch mache. Und wenn ich, also sagen wir, mega blöde Dinge sind jetzt, aber irgendjemand hupet. Und ich weiss zum Beispiel, ich habe recht gehabt in dieser Situation. Wow, das killt mich fast im Fall. Da komme ich fast Krisen über. Weil ich würde am liebsten aussteigen und dem sagen, hey, weißt du was, ich habe gar nichts falsch gemacht. Du hast den Rechtsvortritt zum Beispiel missachtet oder so. Und andererseits ist es aber zum Beispiel, wenn jemand eine Nachricht schreibt und das Gefühl hat, ich weiß doch auch nicht, das und das läuft nicht gut oder ich will jetzt da nicht zu fest ins Detail gehen, aber wie so ein bisschen quasi, jemand kann unseren Ablauf nicht verstehen. Warum muss man sich bei uns zuerst einen Termin anmelden und warum läuft es nicht so, weiss der Geier. Und dann muss ich ja wie für mich sagen, ja, also, sorry, aber ich weiss wie, ich lasse mich dort wie nicht angreifen, weil ich weiss einfach, ja, schau, es gilt für alles Recht, das ist auch noch etwas, ich bin ganz ein fairer Mensch. Und bei mir haben alle das gleiche Recht. Ich hasse das, wenn etwas unfair läuft, da komme ich fast Krisen über. Und das ist wie so etwas, ich weiss ja dann, man kann mich dort nicht angreifen, weil das ist einfach so perfektioniert, die Abläufe, die ganze Struktur, da kann man gar nicht pushen. Ich muss auch sagen, ich werde mega selten angegriffen. Also ich glaube, wahrscheinlich hat es etwas mit meiner Persönlichkeit zu tun, aber ich tue natürlich auch nichts Kontroverses so ins Internet raus. Also das heisst, ich würde nie irgendwie ein Video machen über, weiss ich auch nicht, Veganismus ist scheiße. Weil ich finde einfach, das macht man nicht. Ich bin aber auch jemand, ich muss sagen, ich habe das mega durch die Janik gelernt, um einfach verschiedene Sichtweisen anzuschauen und auch können sagen, hey, schau, wenn etwas für jemanden funktioniert, dann
ist nichts an dem auszusetzen. Es ist eigentlich egal, eben jetzt auch, wenn irgendjemand irgendwelche Pülferli nimmt und durch das kann abnehmen und fitter wird und Freude am Sport überkommt, dann ist ja eigentlich egal, was der Auslöser ist. Als ich früher noch viel mehr auf dieser Schiene war, bin ja nein, aber die verarschen die Leute und Zeug und Sachen. Und dort kann ich heute wie so ein bisschen drüber stehen und einfach sagen, ja, okay. Ja. Wenn es dir gut tut, dann mach es doch einfach. Auch wenn es nicht unbedingt das ist, was ich jetzt würde empfehlen würde. Und ja, ich glaube wirklich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich schweife die ganze Zeit ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist das, was mich authentisch macht. Und bei euch ist es wahrscheinlich auch so, wenn ihr einfach euch mit euch selber auseinandersetzt und nicht jemand anders sein wollt. Ich hatte letztens so eine lustige Situation gehabt, und zwar ist mir jetzt gerade vorher in den Sinn gekommen, weil ich die Socken anhabe. Und zwar, ich habe eine Kundin und sie ist so ein kleiner Stylo, also sie ist Designerin. Und ich hatte letzte die Socken an und sie hat auch die an. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt, ich weiss schon, dass es scheiße aussieht, aber der Style ist mir so egal, weil ich friere immer so da bei den Fussknöcheln. Und nachher sagt sie so zu mir, so lustig, weil sie hat es wegen dem Style an. Und dann habe ich so gedacht, es war so eine lustige Situation, weil wir es aus völlig, also eigentlich genau aus gegenteiligen Gründen an. Und das ist auch so etwas, ich weiss auch nicht, wenn ich an meinen Knöchel friere, dann friere ich an meinen Knöchel. Das ist mir eigentlich scheißegal, wie das aussieht. Und ich glaube, das ist einfach etwas, das kommt mit dem Alter. Ich habe immer so das Gefühl, ab 25 kommt man wie so ein bisschen näher zu sich selber. Und ich meine, ich werde jetzt 30. Und ja, ich meine, wir können nie allen gefallen. Das wird nicht möglich sein. Ich muss mir das auch immer wieder sagen. Ich kann es nie allen recht machen. Aber ich probiere es wenigstens möglichst vielen recht zu machen. Und mir nur vorstellen, es gibt so viele Leute, die frustriert sind, die traurig sind, die einsam sind, die eifersüchtig sind, die nicht zufrieden sind mit sich selber. Und wenn so jemand euch angreift oder irgendwie verurteilt oder was auch immer, lasst das nicht an euch ankommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir mega geholfen hat. Einfach dann auch denken, sorry, aber ich glaube, du hast ein Problem mit dir und das hat nichts mit mir zu tun. Also auch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich meine, ich bin früher auch gecancelt worden. Und wenn ich jetzt so überlege, denke ich mir, ja gut, aber eigentlich haben sie das Problem gehabt und nicht ich. Ich bin nicht das Problem gewesen. Und ich glaube, das ist in unserer heutigen Gesellschaft oft ein Problem, dass wir das immer an uns herankommen lassen und uns mit dem nachher fertig machen, ohne eigentlich zu erkennen, hey, ich glaube, die hat einen scheiß Tag und es hat gar nichts mit mir zu tun. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo mir jetzt einfach gerade zu dem Thema in den Sinn kommt. Und eben, was natürlich schon auch ist, ich meine, Social Media ist ein riesen Ding. Ich persönlich folge nur denen, die mir einen Mehrwert geben. Ich folge auch, ich glaube, kein Model oder so, weil es gibt mir einfach nichts. Außer dass man eben vielleicht anfängt, sich zu vergleichen oder das Gefühl hat, wow, die gehen immer dort in die Ferien und da in die Ferien und sowieso. Gibt mir nichts, bringt mir nichts, weil die hat nicht einen Lebensstil, der meinem Leben entspricht. Und ich will eigentlich einen Mehrwert rausziehen von etwas, das ich nachher in meinem Leben auch implementieren kann. Und darum, ja, vielleicht ist das sicher auch noch eine Überlegung wert. Und auch dort, ich meine, alles, was eine Kopie ist, ist ein Abklatsch. Und wer will ein Abklatsch sein? Also ich sehe es auch bei mir, das hat mich Jahre aufgeregt, wenn mir Leute in dieser Fitnessszene Sachen angemacht haben. Aber eigentlich ist es scheißegal. Ich für mich weiss, dass ich die war, die mit der Idee gekommen ist. Und solange das nicht, wie soll ich sagen, es ist ja immer darum gegangen, dass Leute meine Texte geklaut haben und so. Und dort werde ich wirklich hässig. Wenn es einfach Ideen sind, die nachgemacht werden, ist es nochmal ein bisschen etwas anderes, dann sollen sie. Aber solange es eigentlich nicht rechtlich irgendwie ein Problem ist, dann ist es mir egal. Weil, ja, ich weiss ja, es ist wie, eigentlich ist es ja mega schön, wenn einem jemand etwas nachmacht, aber bewundernswert finde ich es jetzt nicht gerade. Und so ist es ja dann auch bei uns Menschen, etwas nachmachen können wir noch schnell einmal. Ich meine, gerade eben so, wenn man auf Instagram und so schaut, die ganzen Styles auch zum Beispiel,
Es gibt ja dann immer so, ich finde jetzt zum Beispiel momentan der absolute Abklatsch sind die, und das heisst nicht, dass ich das nicht schön finde, aber es ist mir jetzt einfach aufgefallen, es ist ein Blazer mit einer Mom Jeans und, wie heissen die Schuhe, die schwarzen Bikerstiefel. Das ist wie so, das ist das momentane Instagram-Abklatsch-Ding für mich. Pinterest geht auch. Und wenn ich so jemanden sehe, finde ich einfach nicht, dass die Style haben, weil sie haben es einfach nachgemacht. Und das heisst nicht, dass jemand mega ausgefallen muss aussehen, dass er Style hat, gar nicht. Aber das ist auch so ein das, was ich finde, ja gut. Ich meine, das beweist jetzt nicht gerade viel. Darum, seid euch selber, legt das an, was euch gefällt, macht das, was euch gefällt. Es ist so viel mehr wert, wie wenn ihr einfach jemanden probiert zu sein, wo ihr nicht seid. Ich glaube, das ist meine Meinung dazu. Ich habe jetzt gerade eine Viertelstunde verquatscht und hätte eigentlich ganz anders dazu gehabt. Aber irgendwie ist mir das jetzt wichtig gewesen, oder wichtiger gewesen. Und darum wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Viel Spass mit dem Video. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn euch die Videos gefallen, bin ich natürlich mega happy, wenn ihr meinem Kanal folgt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!